verfickte Scheiße. Oh komm, fahr halt mal zu! Oh, blast es weg, komm! Ist da doch so unfähig. Echt, nee. Da, Feuer. Was? Hallo? Nein. Ich hab doch... Missionsziel erreicht. Ja, das heißt, ich kann die Mission wieder nicht vernünftig abschließen und muss es so hinnehmen. Oh, geil. Es kotzt mir langsam an. Ich habe 12 Helden, stelle ich gerade fest. Das habe ich schon lange nicht mehr angeschaut, ne? Egal. Commander, wir haben die Raketensilos angenommen und können bestätigen, dass Raketen vorhanden sind. Leider können wir die Raketen nicht starten, da Nexus das System infiltriert hat und uns am Zugriff auf die Detonationscodes der Raketen hindert. Um Nexus aus diesem System zu vertreiben, müssen wir die neueste Variante des Nexus-Eindringlingsprogramms genauer erforschen. Es ist wichtig, dass Sie dieser Aufgabe einer Forschungseinrichtung zuweisen und dass Sie Nexus auslöschen, bevor uns die Lasersatelliten erfassen. Commander, wir orten Nexus-Truppen bei folgenden Koordinaten. Schonen Sie Ihre Füße, Commander. Es gibt keinen Ort mehr, an den Sie fliehen können. Wenn Sie jedoch diese Einrichtung räumen, werde ich Sie ziehen lassen, da Sie nicht länger eine Gefahr für mich darstellen. Sie haben 5 Minuten Bedenkzeit. Danach gibt es ein Grillfest. Missionstimer ab. Oh, geil. 5 Minuten? Pff, 5 Minuten, ey. Also bitte, da habe ich schon... Da habe ich... ganze Länder ausradiert, Nationen und auch. Was ist los? Was ist mit meinen Forschungslaboren passiert? Die kann ja doch nicht alle ausradiert haben. Das ist... Hä? Was? Was? Ach, da ist es ja. Pff. Hat er jetzt ernsthaft einmal eine Forschungslabore ausradiert? Ach Gott, ist alles weg oder was? Das kriege ich aber schon wieder, oder? Ey, ich sag euch, wenn ich das nicht wieder kriege, ne? Ich hau euch. Wenn das jetzt alles weg ist, boah, ich hau euch so einen aufs Maul. So einen habt ihr noch nie aufs Maul gekriegt, Jungs. Konstruktion abgeschlossen. Nexus Einrichtungsprogramm. Moment, das Ding muss ich noch schnell aufrüsten, sonst dauert es noch 2 Jahre, bis es fertig ist. Hör die Karte ist auf, na wenigstens ist ja nicht groß. Ich hoffe euch wirklich, dass ihr es wieder kriegt, sonst hau ich euch so einen aufs Maul, ne? Aufs Maulbaul? Ja, schon. Was? Ich erzähl wieder Unsinn, glaube ich. Konstruktion abgeschlossen. Nächstes Einrichtungsprogramm. Okay. Was baue ich mit euch so lang? Ich baue mit euch mal. Nein, ich fahre mit euch mal. Darüber. Genau, drei fährt jetzt erstmal darüber und baut da hüben noch irgendwas auf oder repariert, besser gesagt. Eins sammelt sich bei der Reparaturplatt. Warum ist da jetzt eine Landeplattform? Sag ja nicht, ich krieg das nicht wieder. Sag bloß nicht, ich krieg das Zeug nicht wieder. Ich habe am Ende der Mission gespeichert. Gut. Boah, wie lange dauert das, das zu erforschen? Das kann ich noch erforschen. Angel-Rakete? Pulslaser, Magnetgeschütz. Ach ja, damit habe ich angefangen, aber nicht fertigstellen können. Nein, Moment. Die Fabrik ist immer noch mit 5 beschriftet. Das heißt erstmal, dass sie mit 5 beschriftet ist. Und sonst gar nichts. Eil. Ich speichere nochmal. Irgendwo anders. Ja, habe heute nicht so viel Zeit. Will noch Videos hoch. Was? Wo? Welches denn? Ihr... Welches denn? Welches? Ich sehe die Gebäude da oben nicht, ne? Oh mein. Von was wird es angegriffen, bitteschön? Nicht mal meine Einheiten da oben sind noch da. Aber die Artillerie ist noch da, finde ich cool. Hoffentlich ist da oben noch mal Zeug. Boah, ich das alles wieder neu aufbauen muss. Ich kotz. Ich kotz, glaube ich. Ich kotz. Boah, wie lange dauert denn das? Fickt euch!
2 Stunden später. Sie haben verloren. Boah. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Geile Scheiße. Ihr baut da hüben mal ein Kraftwerk. Wird mein Zeug nicht ganz umsonst da nicht allzu viel Energie verlieren. Oh Gott, das dauert. Das dauert viel zu lang. Das muss ich alles wieder aufbauen. Boah, wenn da oben meine Basis weg ist, ich hau irgendjemand. Oh Gott, wenn meine Commanders angegriffen werden. Boah, wenn du meine Commanders kaputt machst, ich hau dich. Ey, ich geh zu dir hin und hau dir aufs Maul, ne? Das wärst du vielleicht schon, ne? Boah, komm, reparier schneller. Na, also. Und ihr repariert auch mal wegen. Repariert genau, baut schneller, wollte ich sagen. Und repariert. Boah, das reicht doch nie nimmer 5 Minuten. Und vor allem, er gibt mir 5 Minuten, warum greift er mich jetzt schon an? Das soll der Scheiß. Wow. Ich glaube, ich hätte mir Forschungslabor weiter unten hinbauen sollen, ne? Ich schick mal Einheiten besser mal irgendwann weiter runter. Das geht mir ein bisschen zu nahe. Boah, wie lange dauert das noch? Da brauche ich mindestens noch eine halbe Stunde. Oh Gott, und da oben habe ich nichts mehr, was ihn irgendwie ablenken könnte. Ach du Scheiße. Angriff durch Lasersatelliten. Wo denn? Angriff durch Lasersatelliten, ja. Aber wo, sagt er mir nicht, ne? Na, wozu auch? Brauchst du nicht wissen, du bist nur ein dummer Idiot. Da haben wir auch noch Gebäude stehen, vielleicht halten die noch 2 Sekunden lang auf. Gott und euch, Angriff euch. Durch Lasersatelliten. Euch fahre ich mal gleich wieder ganz woanders hin. Nur nicht stehen lassen irgendwo. Oh Gott, was passiert, wenn die Zeit rum ist? Bis dahin habe ich das nie und nimmer erforscht. Oh Gott. Ich hasse solche Sachen. Ich hasse es, wenn ich Zeitdruck hast und. Moment. Ihr baut jetzt ein bisschen Gebäudeschutz, sag ich mal. Was ist denn billig? Ist ein Flachs billig? Keine Ahnung. Schießt ihr auch auf Panzerfallen? Keine Ahnung. Was? Ich hab das Video nicht gesehen. Commander? Ah ja, Moment. Das war das Anfangsvideo. Die Zeit ist abgelaufen, Commander. Geil. Das ist ja ein spannendes Video. Gebäude wird angegriffen. Was? Wie geil. Wie geil, ja genau. Wie geil ist das denn? Wie scheiße ist das denn? Es greift auch noch mit normalen Einheiten an. Das ist doch unfair. Nein! Verfickter Wichser. Boah, ich hack dich so in Stücke. Angriff. Oh, es geht mir so auf den Sack mit deinen verfickten Lasersatelliten, ne? Wo denn überhaupt? Immer noch oben, ne? Ja, der zeigt oben meine ganzen Basen und alles, ne? Oh Gott! Wo ist meine Armee, wenn ich sie brauche? Oh, Scheiße! Oh, Artillerie ohne Ende, oh Gott, und sie sind durch. Oh Gott, zum Glück habe ich da Artillerie, sonst hätte ich so verloren. Jetzt habt ihr verloren, ihr Wichsköpf. Oh, das ist halt immer noch nicht mal annähernd fertig. Ich hoffe, oben steht überhaupt noch irgendwas, das sich lohnt zu retten. Oh, meine Artillerie, die räumt auf. Gut, nicht wirklich, aber sie macht Schaden. Gott, das ist alles, was von 3 noch übrig geblieben ist. Angriff durch Lasersatelliten. Boah, wenn ich jetzt einmal das Wort Lasersatelliten höre, ne? Oh, wo kommen die alle her? Boah, zum Glück habe ich ewig die Verteidigung überall hingepropft. Oh Gott. Und Artillerie habe ich zum Glück. Zum Glück habe ich Artillerie, ey. Oh, und Verteidigungstürme und oh. Produktion abgeschlossen. Ich verliere. Oh Gott, nein, bleibst du da hin. Die Produktion wird mal abgebrochen hier. Stattdessen brauchen wir lieber 5 Lancer, ne? Lancer, Tankkiller meine ich. Oh komm, fahr halt zu und greift mal an, ihren Pfeifen. Stehen sie einfach in der Gegend rum und machen nichts.
Gott, hoffentlich muss ich die Silos unten nicht auch noch beschützen. Das wäre echt scheiße. Oh, hoffentlich ist die Forschung bald fertig. Wo denn? Das musst du selbst herausfinden. Ja, oh, oh. Da steht jetzt inzwischen überhaupt keine Verteidigung mehr. Wie geil. Oh Gott, was zur Hölle? Geht da hinten denn ab? Schön, wie sie einfach rausgefahren kommen, direkt in meine feindliche Armee laufen. Ja, meine feindliche Armee vor allem, genau. Was hab ich denn schon wieder genommen? Dasselbe wie beim letzten Mal wahrscheinlich. Keine Ahnung, was ist in der Limo, die ich da trinke, überhaupt drin? Ja. Willst du das wirklich wissen? Produktion abgeschlossen. Nein. Das will ich nicht. Angriff durch Lasersatelliten. Ich glaube, ich werde durch Lasersatelliten angegriffen, hm? Oder habe ich das nur so... Oh Gott, warum? Bin ich nur so ein oder fehlt auf einmal einiges? So. Angriff durch Lasersatelliten. Ne, ich glaube, das mit den Lasersatelliten, dass ich da angegriffen werde, bilde ich mir nur ein. Ich kann mir das nämlich nicht vorstellen, dass ich von Lasersatelliten angegriffen werde. Wo sollen die mich denn angreifen? Ist doch völliger Schwachsinn. Wo ist der Feind? Will ich das wissen? Glaube nicht. Oh, ich hätte noch mehr Gebäude hinbauen sollen. Da oben hätte ich noch eine Basis bauen sollen. Da hätte ich alles voll mit Dünn pflastern sollen. Und Produktion da oben und... Oder unten auch noch und ach. Scheiße, mit so einer... Langsam bekomme ich das Gefühl, ich werde von Lasersatelliten angegriffen. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, aber... Irgendwas sagt mir... Das sind Satelliten im All, die schießen auf dich. Das solltest du vielleicht mal was unternehmen, wenn du Zeit hast dagegen, ne? Oh, ich brauch doch keine 5. Boah, für wie blöd halten die Spieler eigentlich? Mann. Gott, die zeigen da oben meine komplette Basis. Ja, fick dich. Da oben wird gar nichts mehr stehen, wenn die Mission endlich mal gewonnen ist. Wenn sie endlich mal gewonnen ist. Oh Gott, naja, wenigstens habe ich da unten noch eine Basis. Gut, dass ich die Basen gebaut habe. Sonst müsste ich jetzt echt kotzen. So. Haben wir da 66. Zum Glück beschießt wieder Feind mit Lasersatelliten. Und ich glaube, den Witz mit den Lasersatelliten, die mich nicht beschießen, habe ich jetzt inzwischen platt genug getreten. Wechseln wir auf einen anderen Witz. Keine Ahnung. Durchkämmt die Wüste. Keine Wüste da, die man durchkämmen kann. Ich könnte Schnee durch... Kann man Schnee durchkämmen? Ich weiß es nicht. Oh, wer fertig. Wer fertig, damit sie dann endlich Atombomben kann. Oder was auch immer da für Raketen drin sind. Ha, in Wirklichkeit sind es nur Attrappen, die gar nichts machen. Gott. Da oben wird nichts mehr stehen, wenn er fertig ist. Nichts mehr. Schießt denn der hin? Auf meine Artillerie oder was? Steht die noch? Steht die etwa noch? Hält sie den Beschuss stand? Das 3 Laser Tough hält bei jedem Laserbeschuss stand. Ja, tolle Witze. Ich könnte mal speichern für den Fall der Fälle, ne? Mission 8 war das. Oh Gott, mir gehen die Save-Punkte aus. Ja, ich muss mal kurz meine Save-Punkte umbenennen. Bin gleich wieder da.